Herzlich willkommen zu meinem Review zu dieser wunderschönen 10 € Tastatur. Ja, also, ich muss sagen, sie ist gar nicht so schlecht reagiert, eigentlich voll okay so. Nicht mega schnell, aber also für 10 € kann man nichts sagen so. Manchmal reagiert sie halt weniger gut, manchmal mehr. Ja, aber für 10 € ist sie echt okay. Ich finde, sie ist halt mega billig so, aber was soll man erwarten bei 10 €? Und die Leertaste ist mir ein bisschen zu weit unten so. Also halt, wenn ich reindrück, dann fühlt sich das ganz komisch an. Ich drücke dann immer aus Versehen V und so mit. Meistens und ja, das ist ganz, ganz komisch. Und an sich, jede Taste, die ich reindrücke, fühlt sich ganz komisch an. Also immer, wenn ich reindrücke, ganz, ganz komisch. So, man kann aber echt, also für 10 € reagiert die echt schnell. Also kann man nichts sagen, so. Ich weiß nicht mal, warum ich mir eine neue geholt habe, so. Nein, Spaß. Also, sie ist nicht die beste so, aber für 10 € geht sie voll klar. Ich habe früher auf einer Laptop-Tastatur gespielt, ganz am Anfang. Dann habe ich irgendwann mir eine Playstation geholt. Dann habe ich auf der Playstation mir irgendwann die Tastatur geholt. Habe ich damit ein bisschen gezockt. Und keine Ahnung, habe ich dann nicht mehr so gefühlt so. Ich habe auch nur ein paar Runden gezockt. Eigentlich dann mit Controller immer weiter gezockt und irgendwann habe ich mir dann PC geholt, dann habe ich halt die benutzt so, aber ich habe immer noch mit Controller gezockt und irgendwann habe ich mir dann RK61 geholt und die habe ich nicht mehr benutzt. Die RK61 ist so ein 60% Keyboard und dann habe ich mir eine Corsair K65 Rapid Fire geholt, ist die, mit der ich jetzt noch zocke. Und die habe ich halt immer aufgehoben. So, die RK61 habe ich nicht mehr. Aber die habe ich hier immer aufgehoben. Und ja. Also sie ist echt nicht schlecht. Für 10 € geht die echt klar. Sie reagiert echt eigentlich ganz gut so. Also ist jetzt nicht so komplett verzögert so, dass ich editieren will. Ja, das geht voll klar. Es ist nicht so komplett verzögert, dass du nicht editieren willst, dass gar nichts funktioniert so. Und dann voll okay. Ja, dann gehen wir in der Runde. Bis gleich. Wie süß der Elefant ist. Richtig süß. So. In der Runde Boxfight sind wir jetzt. Ganz, ganz kritisch. Warum hat das mein Teammate gerade gemacht? Es war nicht so ganz schlau. Ja, ganz, ganz kritisch.
Hey, komm. Ha, easy, ihr Noobs. Spaß. Wir haben in der ersten Runde gewonnen, also sind es keine Noobs. Ach, das ist meins. Yeah. So gut mit dem Keyboard. Besser als sonst. Yeah, Mann. Ich glaube, ich spiele nur noch mit dem. So krass, Mann. Es ist echt gut so, aber es fühlt sich halt komisch an. Das ist das einzige Problem an der Tastatur, dass sich halt echt komisch anfühlt. Oh mein Gott, nein. Wie schlecht. Nein! Mist. 2-2, ne? Ja. Ah. Ganz, ganz kritisch. Ganz, ganz kritisch. Nein. Oh, warum bin ich so schlecht? Naja, mein Team ist auch nicht besser. Also, dann ist es ja voll okay. Meditier. Ha. Gar kein Problem. Ich muss halt leider wieder mit meiner Maus und Tastatur auf einem kleinen Mauspad spielen. Weil es halt sonst nicht mit der Handcam so funktioniert und so. Und dann war blöd, ne? Thank you.
der wieder so viel AP. Wollte ich ihn jetzt nicht finishen, aber egal. Okay. Mach doch, du kleines Ferkelkind. Kleines Ferkel. Richtig kleines Ferkel. Du bist ja schon so pink wie so ein kleines Ferkel. Mann. Komm schon, ohne ihn. Ist doch kein Problem für dich, oder? Ich will kein Unentschieden. Bitte. Nein. Nein. Was tust du? Warum? Warum bist du jetzt auf K? Warum denn? Geh doch. Was machst du? Was machst du? Och Mann. Hä? Hörst du nicht, dass er hinter dir ist? Er ist nicht dort. Mhm. Ey, was macht der? Was will er erreichen? Hä? Ich check's nicht. Was tust du? Was machst du? Komm, nein, warum bist du jetzt schon wieder AFK? Hallo? Was tust du? Ich check ihn nicht. Was war das für eine Mission? Was war denn da seine Mission? Hä? Was hat er vor? Was wollte er denn tun? Hä? Warum schießt er? Ich check ihn nicht, nee. Warum hat er verloren? Ja, also, das war's dann wohl mit diesem Video. Ich würde mich über ein Abo und Like freuen. Ciao.